Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind mit Bill unterwegs und ja, wir sind direkt hier am Generator am Start. Warum nicht? Nehmen wir doch mit. Das gute alte Feld, Leute. Okay, sind wir mal gespannt. Ich habe eine Daily Quest, ihr habt es euch wahrscheinlich schon gedacht. Ich soll ein Ausgangstor mit Bill öffnen. Und dafür haben wir folgende Fähigkeit mitgenommen: Balance Landing. Städtische Umgehung. Wir schaffen das. Komme ich hier auch noch mal rum? Ja, noch konnte er nicht. Hier wäre er jetzt schießen können, deswegen mache ich das mal eben schon mal. Okay, hier kriege ich mich auf jeden Fall befreit. Ich meine, verletzt sind wir trotzdem, aber können dann vielleicht sogar. Ich habe ja noch ein Medikit. Vielleicht sogar direkt. Ja, entkommen. Dann heilen wir uns gleich hoch. Ich kann mich einmal hochheilen mit dem Ding. Ich habe eine Archivquest auch offen, wo ich noch einmal ein Medikit für komplett aufbrauchen muss. Ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal. Dann können die anderen Leute, wo auch immer sie sind, jetzt noch ein bisschen am Gen arbeiten. Theoretisch, wenn ich darüber nachdenke, hätte ich die Palette eigentlich gar nicht ziehen sollen. Weil es war ja eh klar, dass er dann drüber schießen wird und mich erwischt. Dann hätte ich die auch genauso stehen lassen können und den Hit einfach so nehmen können. Naja, gut, okay. Aber ich bin alt und Demenz und deswegen habe ich das scheinbar vergessen. Also, geliehene Zeit, wir schaffen das. Balance Landing und städtische Umgehung. Ich glaube, ich habe eben noch nicht alles aufgezählt. Aber wahrscheinlich habt ihr es ja schon selbstständig erkennen können, welche Fähigkeiten ich dabei habe. Nun gut, okay. Heute Abend, Leute, ab 18 Uhr, vielleicht auch ein bisschen früher, ja, wird es wieder einen DBD-Stream auf Twitch geben. Schaut gerne vorbei, es könnte sich für DBD-interessierte Leute lohnen. Und ich bin mal sehr gespannt, was uns heute Abend so erwarten wird. Okay, da liegt die erste Person. Ich glaube, wir beide könnten es aber noch schaffen, je nachdem. Wenn er da oben hinkommt, wird es natürlich schwierig. Dann könnte er den Felix sehen. Ja, aber Felix ist ein ganzer Mann und zieht durch. So, ich habe, wir schaffen das dabei und ich habe geliehene Zeit. Das heißt, ich hänge die jetzt einfach mal hier ab. Dann triggert geliehene Zeit wenigstens noch mit. Und Katie Girl, wenn du stehen bleibst, Dankeschön. Dann schaffen wir das nämlich tatsächlich, so wie ich es vorhergesehen habe. Und hinten der Generator ist schon so schön weit. Den würde ich eigentlich ganz gerne mal bespielen. Kommt der jetzt wieder hin? Oh, Reise geht wieder zurück. Hier hinter mir wird auch ein Generator schon gut bearbeitet. Kling, da ist er fertig. Okay. Hab ja geliehene Zeit dabei. Deswegen gönnen wir uns das mal eben direkt. Ja gut. Da wird geliehene Zeit ja reinballern. Hat er ihn gar nicht geschlagen? Ich bin verwirrt. Er hat ihn nur range. Ne, doch, jetzt hat er ihm einen Hit gegeben. Dachte gerade, er hätte ihn nur rangezogen. Das hätte mich dann doch ein bisschen verwundert. Sorry, Felix. Oh, er hat daneben geschlagen. Jetzt hat er nachgeladen. Felix macht das schon. Das ist ein Pro, Leute. Hashtag Believe. Na gut. Ich werkel mal weiter. Die Reise geht diesmal nicht nach oben. Das ist gut für mich. Dann sollte ich vielleicht den Generator hinten noch fertig bekommen. Jetzt soll mal jemand anders retten gehen. Nicht, dass er denkt, dass ich ihn abfarmen will oder so. Ah, jetzt hat jemand anders direkt Hand angelegt. Ist aber scheinbar abgehauen. Ihr Rense. Jo. Hoffentlich wird der jetzt nicht weggenudelt. Nächste Person liegt. Ich verstecke mich mal.
Ich werde auch nicht an den Generator rangehen, sonst kriegt er das ja mit. Ach, da kommt der Felix jetzt schon angerannt. Ja gut, dann kann ich auch an den Generator rangehen. Mann, Mann, Mann. Okay. Direkt noch einen Schlag auf den Nacken gekriegt. Farmen und gefarmt werden. Das ist hier das Motto dieser Runde. Und ich glaube, ja, und er hat den Felix sogar noch erwischt. Hat er etwa noch einen Strike dabei? Offensichtlich nicht. Der muss ich erstmal. Okay, der recovered auch schon nicht. Jetzt recovered er. Bringt ja nichts, wenn ich jetzt hingehe und der nicht recovered. Killer auch noch in der Nähe. So, ich geh mal hin. Oh, ist nicht so schlimm. Dafür steht der Felix wieder, der wäre tot gewesen. Da kann man auch mal einen Hit einstecken. Wir müssen jetzt aber auch hier zusehen, dass wir jetzt die Generatoren nicht aus den Augen verlieren. Jetzt sind irgendwie dauerhaft die Leute immer verletzt. Wo kommt er jetzt hin? Da vorne links geht er. Weiß nicht, wen genau er jetzt sucht. Er hat auf jeden Fall geschossen. Da hat er ihn wieder erwischt. Komm du da mal runter. So, ich hab noch immer... Wir schaffen das. Ich glaube allerdings nicht, dass ich es noch schaffen werde, weil der hängt ihn direkt da vorne hin. Deswegen muss ich erstmal eben hier direkt los, leider. Sorry. Kam er hinter uns her? Nee, er hat die Obsession erwischt. Ah, danke. Dann lass mal gleich an den Generator zurückgehen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Runde jetzt so ein bisschen aus dem Ruder läuft, leider für uns. Zwei Gens sind es ja noch. Oh. Ja, alles klar. Wenn das mal nicht... Oh, ich war noch hochgeheilt worden. What? Okay. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass ich noch hochgeheilt wurde. Ehre. Aber er hat nachgeladen, ne? Alter, hat er ein Addon eigentlich drauf zum schnelleren Nachladen? Ey, das ist ja... Lucky Luke ist ein Witz gegen den. Ach, hätte ja klappen können. Problem, jetzt hat er natürlich noch den Schuss bereit, ne? Ah. Okay, dann kommen wir jetzt für das erste Mal an den Haken ran. Hey, ich meine, der hat 4 Hits auf uns gebraucht, damit er uns einmal einen Haken ran bekommt. Und das war jetzt gerade auch nicht ganz so clever. Aber hey, vielleicht kriegt er hinten... Nee, was macht doch, der arbeitet noch weiter. Der ist jetzt an dem dran. Schade, der Generator hier vorne war schon so weit. Er hat ja auch keinen Pop dabei. Zumindest wäre mir das noch nicht aufgefallen. Er rennt? Nee, er rennt erstmal hier hin. Nee, den Stein hat er nicht. Die hat Ablenkung dabei, habt ihr das gesehen? Die hat doch gerade die Wurfbewegung gemacht, aber der war viel zu weit weg. Oder? Der geht jetzt doch dahin. Ehrlich? Kann ich mir gar nicht vorstellen, krass. Okay, kommt der zurück oder... Ja, der kommt hier zurück. Verdammt. Hoffe, Tunnelpunkt Exe wird nicht gestartet. Da hinten ist er. Hat er nur Augen für mich oder hat er Augen für die Kate? Ne, er hat Augen für die Kate, okay. Ich kann mich selber aber leider nicht hochheilen. Ich werde versuchen, hier den Generator zu machen. Kate hat auch einen Hit bekommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie weit der andere Generator schon ist. Na egal, ich bleib mal hier. Der hinten müsste doch mal ready werden, oder nicht? Der arbeitet jetzt schon irgendwie. Ja, jetzt wurde der Mist. Jetzt wurde der entdeckt hinten. An der Killerhütte. Oh, direkt down. Okay, ich sollte den Generator noch fertig bekommen. Oh. GG. Das ist jetzt uncool. Ja, ich muss jetzt eigentlich dahin. Das wird es aber wahrscheinlich gewesen sein. Wenn da der Keller ist, dann RIP. Keine Ahnung, ob da der Keller ist, aber der ist jedenfalls nicht in den Keller gekommen. Okay, er hat mich mit Barbecue gesehen. Ja. Dann... Nee, komm. Jetzt tu mal nicht so, als ob du den längsten hast, ne? Wirklich umgedreht? Okay, aber warum?
Kann ich retten gehen? Oder campt er jetzt? Ja, das war's. Shit! Okay. Ach, ärgerlich, dass die anderen sich beide haben erwischen lassen da hinten. Dadurch war es dann leider verloren. Oh Mann, interessante Runde. Am Anfang haben wir echt gut gespielt, aber ich habe dann irgendwie auch schon das Gefühl gehabt, dass es im mittleren Part deutlich dann bergab ging. Rap, rap, rap. Und der alte Mann durfte nicht mehr das Ausgangstor öffnen. Ah, bitter. Okay, na gut. Hat man manchmal. Ich bin mal gespannt, was er dabei hatte. Ich glaube, er hatte diesmal keinen beobachteten Zuschlag dabei, oder? Also der Terrorradius kam mir jetzt nicht so vor, als ob er immer krass geschwankt hätte. Hätte er vorhin einfach mal weiterrennen sollen, nicht so mich verstecken sollen, aber ich dachte ehrlich gesagt, die Leute sind ein bisschen schneller mit den Generatoren zugange. Dass der hinten nicht fertig wurde, das wundert mich ein bisschen. An der Killerhütte, der hätte doch eigentlich... Der hätte eigentlich fertig werden müssen, hätte ich gedacht. Er hatte... Oh, okay, brutale Stärke mit dabei. Und, ah ja, das Beste kommt zum Schluss, ist auch stark. Nurse's Calling haben wir ja gewusst, als er uns da das eine Mal dann angeschossen hatte. Also wussten wir zumindest zwei. Brutale Stärke ist mir nicht aufgefallen. Und das Beste kommt zum Schluss. Habe ich tatsächlich auch nicht drauf geachtet. Privates Profil. Lustiges Bild. Ja, gut, Leute, ich würde sagen, ich bin raus. Schön, dass ihr am Start gewesen seid. Der gute alte Bill ist leider jetzt tot. Es tut mir leid für alle Bill-Fans. Ich werde aber natürlich noch weiterhin gucken, dass ich die Daily irgendwann mal fertig bekomme. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann, ihr wisst ja, was zu tun ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder heute Abend im Stream. Ich würde mich freuen. Danke an Granini, Packard, Melanie und Tossi für den Support. Und, ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein!